Ja, ein knallharten Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung. Ich glaube auch heute, das hat man irgendwie gespürt. Ja, seine Vita, seine Aura auf dem Feld. Ist ein Spieler mit einer Wahnsinnsmentalität. Ich glaube, mit einer enormen Erfahrung. Ja, er kann das Spiel lesen. Ja. Er schaut voraus, ja. Er antizipiert. Ja. Ich hoffe, dass er seine Qualitäten in die Mannschaft reinbringt. Ja. Ich glaube, gerade wenn es um seine Erfahrung geht, wenn es um seine Mentalität geht, hat eigentlich ein Training schon fast gereicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. So, also kommt ja auch noch ein bisschen auf Danilo Doki drauf an. Wie sieht es da aus? Könnte möglich sein, dass er im Kader ist. Du eine solche Gruppe bekommst, dann freut dich das einfach. Ja. Fantastisch. Ja. Ich meine, die Königlichen, ja, das ist die größte Mannschaft der Welt, da zu spielen. Ich glaube schon, da geht auch für einen Trainer ein Traum in Erfüllung. Hat dann auch gehört, als Union gezogen wurde, welche Gruppe man sich gewünscht hat, und es ist dann wirklich so eingetroffen. Also ich glaube, alle hatten wirklich eine Wahnsinnsfreude. Ja.